Da ist mir letzte Nacht was passiert. Ne? Und ich habe dabei nicht ins Bett gemacht. Oh. Aber ich musste fast weinen. Wieso? Na, wegen dem, was ich dir geschrieben habe. Dass die Capture Card im Eimer ist. Ja. Ach so. Ja. Ja, das ist Kacke. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Katastrophenfolge mit dem Titel Warum passiert dieser Mist eigentlich immer mir? Ja, die folgenden Minuten des gerade angebrochenen Gespräches würde ich gerne etwas abkürzen, indem ich schnell spreche und einen Überblick darüber gebe, was ich dann noch zu Marc gesagt habe. So, folgendes ist passiert. Ich habe mit meiner Capture Card ein Spiel aufnehmen wollen und mittendrin ist mir dann einfach mal so die Verbindung flöten gegangen. Die Capture Card wurde nicht mehr als USB-Gerät erkannt. Und ich habe erstmal geguckt, was ist denn da überhaupt los. Habe erstmal ein bisschen dran rumgefummelt, die Verbindung dadurch nicht wirklich wiederhergestellt bekommen. Also habe ich mir die Capture Card genauer angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass der Micro-USB-Anschluss auf der Capture Card nicht mehr so richtig mit den Kontakten auf dem Board verbunden war. Ja, was eigentlich verlötet sein müsste. Und habe ein bisschen dran rumgespielt, um das eventuell wieder hinzukriegen und dann ist es mir ganz abgebrochen. Toll gelaufen. Ja. In diesem Falle, ja, war meine Capture Card so gesehen unbrauchbar. Da gab es jetzt ein paar Fälle, paar Möglichkeiten, die ich hatte. Erstens, neue Capture Card. Erstens, dauert eine Weile. Und zweitens, ist sowieso nicht ganz praktikabel, weil die Dinger werden von dem Typen, der die verkauft, gar nicht mehr hergestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das kompatibel wäre mit dem an meinem 3DS Mainboard angelöteten Flachbandkabel, wie auch immer, wenn ich mir einfach so ein Board von einem anderen Typen, von jemand anderem kaufen würde. Deshalb fiel das für mich schon mal flach. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, sich ein Neo 3DS zu holen, denn mit dem kann man mittlerweile über so eine tolle WLAN-Funktion, auch nur aber, wenn der 3DS, der Neo 3DS gehackt ist, also sprich, nicht mehr die originale Firmware drauf hat, naja, schon die originale, ich kann das nicht erklären. Auf jeden Fall, wenn man den für mehr benutzen kann als von Nintendo vorgesehen und so weiter. Da gibt es eine Möglichkeit, eben Gameplay über WLAN zu streamen, wäre auch eine gute Möglichkeit, aber dazu muss man sich ein Neo 3DS kaufen. So, und dann gab es eine Möglichkeit, die habe ich Marc dann erst zum Schluss erzählt und erzähle ich jetzt euch auch zum Schluss. Und zwar, man könnte das Ding einfach reparieren. Zum Beispiel den Micro-USB-Anschluss wieder anlöten. Das habe ich nicht gemacht, weil ich bin nicht so gut im Löten. Also ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, habe ich versucht, meine 3DS Capture Card selbst anzulöten. Das hat nicht funktioniert. Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass ich so eine Sache machen sollte. Aber es gibt ja so schöne Läden, wo man Handys reparieren kann und da bin ich hingegangen. Und da hat man mir tatsächlich helfen können, sogar an dem Tag, an dem ich dieses Gespräch mit Marc geführt habe. Und er war in dem Glauben, ich könnte nicht mit ihm aufnehmen, weil er dachte, meine Capture Card wäre noch kaputt. Und dann wollte ich ihm einen schönen Plot-Twist präsentieren und das habe ich dann auch gemacht. Also seht einfach mal selbst. Ach ja, guck mal übrigens in dein Skype-Fenster rein. Oh, da bin ich nicht drin. Ah, hier wird was gestreamt. Weißt du gerade noch die Idee mit dem Löten? Ja. Kannst du vergessen, habe ich schon. Oh. Machen lassen. Ach so. Ja, wa warum sollte ich dir sonst 3DS-Gameplay streamen können? Stimmt. Das kamen wir noch nicht jetzt. Ah, dir kam es noch nicht jetzt? Oh, da muss ich mal nachhelfen. Nee, und das obwohl es noch stand vorhin. Ein paar Minuten. Das muss ja fahren, damit es irgendwann mal ankommen kann. Ja, Ja. nee, also herzlichen Glückwunsch, große Überraschung, wir können aufnehmen. Ja, jetzt hast du dich schon so drauf gefreut. Schön, dass das funktioniert. Und vor Ja. allem, jetzt kann ich meinen 3DS endlich wieder irgendwie auf einer ebenen Unterlage ablegen und mir geht das Bild nicht verloren. Das Ding ist wie neu. Bis auf, Jetzt. dass es nicht neu ist. Und wie ist es auch nicht? Speicherdaten werden was? Ah! Was hast du da gemacht? Wieso?
Wieso? Was ist passiert? Was soll das? Nein! 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 Bitte nicht! Wieso ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, wieso das passiert ist. Wieso ist das passiert? Wieso zum Geier setzt ihr einfach meine Spieldaten, Speicherdaten zurück? Das kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Vielleicht hast du noch eine Sicherungsspeicherung? Nein, wo denn? Kann man, glaube ich, irgendwie machen beim 3DS. Bilde ich mir ein. Aber wieso setzt der das zurück? Das ist doch die normale Karte, oder? Die drin ist. Ja, die müsste doch den Spielstand eigentlich behalten. Ja, völlig unabhängig davon, was mit der Capture Card passiert ist. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Pass auf, ich würde dann sagen, wir machen hier dann doch schon mal ein Schlüsschen. Ja. Und nehmen das nur so als Füllerfolge. Super. Das ja. Funktioniert ja perfekt. Ja, war ein netter Twist noch am Ende. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Nee, ich nicht mal. Nee, jetzt musst du tatsächlich das ganze Spiel nochmal bis dahin spielen, wo wir waren, und wirklich eine ganze halbe Stunde investieren. Das Schöne ist ja, ich muss nicht unbedingt. Wieso? Und ja, das ist eine halbe Stunde. Ich weiß. Hahaha. Mist, ich glaube ja, dass ich könnte einen äquivalenten Spielstand bekommen. Mhm. Ich kenne da nämlich eine Person, die bei unserem Let's Play so mitspielt, die das Spiel hat und die mit uns weiterspielen möchte. Also ich bin's nicht. Nee. Also ich möchte auch nicht mitspielen. Moment mal, du hast den Spielstand nicht. Nee, du hast bei mir immer zugeguckt. Ich hab den nicht. Verdammt! Ah! Mist. Außerdem habe ich meinen 3DS auch gar nicht da gerade. Oh. Wo ist er denn? Der ist bei meiner Mama. Die spielt Animal Crossing. Okay, das ist ein guter Grund. Wird angenommen. Ja. Also falls du es wirklich nochmal nachspielst, dann sag mir bitte, wie lange du gebraucht hast. Das würde mich wirklich interessieren. Siehst du ja dann an dem Zeitzähler. Das stimmt, ja. Richtig. Ach du Scheiße, ja, mache ich das dann mit Let's Play? Dann habe ich ausnahmsweise mal einen Grund, das Let's Play zu gucken? Was soll das denn? Ja, ich muss ja sehen, wo wir was falsch gemacht haben. Ich will das ja so nachspielen, wie es war. Oh nee. Och Mann. Das ist schon ein bisschen scheiße. Das ist schon ein bisschen sehr scheiße. Oh. Aber wenigstens habe ich dann Zeit für meinen Termin, wo ich mir den Neo 3DS hole. So gesehen. Oh Mann. Ja. Ja. Ich kann gerade überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwo irgendwas Sinnvolles gemacht habe, irgendwo einen Spielstand habe. Keine Ahnung, aus vergangenen Zeiten, die schon längst passé sind. Aber diesen Gedanken, dass du was Sinnvolles gemacht hast, hast du sofort beiseite gewischt. Was Sinnvolles? Ja. Was Sinnvolles? Hast du gesagt. Hä? Du hast gerade gesagt, du überlegst, ob du irgendwann mal was Sinnvolles gemacht hast. Ich meine hinsichtlich des Speicherstands, der uns flöten gegangen ist. Ach so. Da wollte ich dich extra mit einer Aufnahme überraschen. Ja, mit so einer hast du mich auf jeden Fall überrascht. Ja, es ist so. ja, erst so schön. Ja, 3DS Capture Card ist kaputt. Plot Twist! 3DS Capture Card ist wieder ganz. Wir können aufnehmen. Plot Twist! Wir können ja, auch. Ja, 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 ja. Wir können ja nochmal verfahren. Komm! Los! Wie viele Folgen sind wir schon drin? 100? 120? Machen wir nochmal alles. Na genau, los. Ja, wenn wir schon mal da sind, kann ich ja jetzt auch anfangen. Oh, oh Mann, ich werd verrückt hier. Ja, ich merk schon, du lachst schon wie Oma in Liebach. Oder wie Grotilda. Na gut, ein neues Spiel. Oh Mann. Nee, den Spaß erlaube ich mir jetzt wenigstens mal kurz.
Wie nannten wir, wie hießen wir denn jetzt eigentlich nochmal Exitom Nom 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 Nom? Irgendwie so, ja. Ich glaube schon. Wie immer halt. Ja. Nom 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 Nom. Nom 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 Nom. Non! Ach so, nö, das hatte ich eigentlich immer, aber gut, ja, wir können ja mal ausnahmsweise das nehmen, was du eigentlich wolltest. Anfänglich schon immer. Ja. Und wenn nur für die 5 Minuten, die wir jetzt das Spiel neu starten. Bist du damit einverstanden? Nein! Ja, du bist damit einverstanden. Ich schon. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu real existierenden Personen, Ereignissen und Organisationen ist rein zufällig. Zu fiktiven Organisationen, Ereignissen und Orten ist es natürlich nicht rein zufällig, sondern Absicht. Oh ja. Wird verunfallen. Wenn mir etwas zustimmt, suche ich den Soundtrack. Er kann die womöglich helfen. Achso, ja, genau. Übrigens, das ist Randall. Jeder ist Randall. Das ist der, der diese runden Treppen baut. Verflixte Hexen. Was? Runde Treppen, ja. Diese Randall-Treppen. Oh Mann. Ja, jetzt können wir uns wenigstens nochmal am Anfang austoben und wissen schon, wie es weitergeht. Ich nicht mehr. Du nicht mehr? Ja, eigentlich müssten wir es ja wirklich nochmal spielen. Ich weiß wirklich nichts mehr davon. Lass mich damit angefangen. Part 1 von wahrscheinlich über 200. Das reicht, glaube ich, nicht. Wann haben wir damit angefangen? Vor 2 Jahren oder so? Oh, das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Können wir mal schnell schauen, parallel zumindest da die erste Folge hochgeladen wurde. Ich kann ja zumindest mal parallel schauen, wann die erste Folge wird. Ja, genau. Nein. Geh, du musst allein weiter. Na mach schon. Geh allein weiter. Was? Dieses Gestöhne aber auch von den beiden. Wir waren bei 159 Folgen schon. Ja, jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Und soll ich dir mal was sagen? Das ist schon länger als 2 Jahre her. Oh weia. Das werden schon bald 3. Ach du Schande. 27. März 2014. Deswegen kann ich mich an das Ganze hier gerade nicht mehr erinnern. Ja, okay, ich weiß, dass Jamie vorkam und Barton und dass wir für Barton auch ein Rätsel lösen mussten mit einem Burger oder so. Ich kann ja natürlich auch einfach mal das Let's Play parallel schauen, dann habe ich wenigstens Sound. Dann habe ich zwar auch dein Gebabbel doppelt, aber komm. Naja, das ist so, wenn es schon einmal nervig ist, dann ist es nervig. Das Fahrzeug bloß auf den Boden, ich weiß nicht, wer ist. Na, ich bin ich. Der hat gerade in der Aufnahme gesagt, ich bin ich? Krass. Nein. Doch? Nein, das hab ich gesagt. Hä? Der hat gerade gesagt, das hab ich gesagt. Haben wir das auf Holländisch gespielt? Ich glaube in der allernullten Folge ja. Ach so, ich wundere mich gerade, da bin ich nämlich gar nicht dabei. Was? Oh, ach so, nee, da musst du auf die erste. Also, das ist, glaube ich, Folge 0. Gut, Niederländisch. So. Das ist wirklich eine. Ja, gut, die erste Folge ist aber auch nur einen Tag später. Was habe ich denn da an? Ah, ich weiß schon. Gott, sehe ich da scheiße aus. Ja, wie siehst du denn jetzt 3 Jahre später aus? Oh, du hast doch gar nicht eine Kamera an, oder? Bisschen Bart mehr, ein bisschen Haare weniger. Nee, ach nee. Nee, du hast mich ja total überrascht. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass wir aufnehmen. Wie sich zeigen sollte, hatte ich auch recht damit. Nö, gar nicht. Wir nehmen doch auf. Aber nichts Neues. Ich kenne da jemanden, der dieser Sache auf den Grund gehen könnte. Ich wusste gar nicht, dass du das auf Niederländisch gespielt hast. Ja, nur mal einen Part, weil da warst du noch nicht. Professor? Da. Das Sonntag vorher. Im Mittelalter glaubten die Menschen durchaus an die Existenz von Hexen. Aus diesem Grund gab es damals auch Hexenprozesse. Weißt du, Luke? Hexenprozesse? Und gab es damals wirklich echte Hexen?
Da gab es Hexenprozesse, die sind manchmal mit dem Taxi weggefahren. Folgen Sie dem Prozess. Zumindest sind Hexenprozesse historisch belegt. Für Magie gibt es allerdings keine Beweise. Diese Hexenprozesse haben einen ziemlich verdorbenen Belag. Sie sind historisch belegt. Oh Mann. Ich kaufe mir immer Brötchen von Physiker, die sind wissenschaftlich belegt. Oh ja, das Flugzeug. Ja, wir sind in England, das ist London. Na los, Nick, schau doch mal raus. Hey, warte mal! Maya lebt ja in dem Falle! Dass du mich einfach mal schlafen lässt. Mensch, dann müssen wir das zu dritt machen mit Akane. So gewinnst du in einem englischen Gericht keinen Blumentopf. Na, mit meiner Maya-Sprecherin. Ach so! Ich werde kein Gericht beruflich betreten. Ja, aber leider ist sie gerade nicht verfügbar. Glaube ich. Weißt doch, dass du unter Druck immer am besten bist. Aber wer weiß, was uns hier erwartet. Maya, bitte rede nicht so. Du forderst das Schicksal ja heraus. Ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu? Als ob du das schon mal gesehen hättest, ne? Irgendwie schon, ja. Ah. Dabei ist es doch gerade erst erschienen. Wir haben März 2014. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich bin noch junge 23. Das warst du noch nicht mal, als wir miteinander angefangen haben aufzunehmen, oder? Ich glaube nicht. Und das war ja noch ein paar Jahre her. Richtig. Also wir haben ja in ganze 5 Layton-Spiele durchstanden miteinander. Ja. Na warte mal, das wäre ja dann das 6. Aber das haben wir ja noch nicht durchgestanden und wir dürfen nochmal anfangen. Zählt das dann jetzt als 7. oder wie ist das? Nee, wir haben das zum 6. Mal ja nicht durchgestanden. Aber dann hätten wir schon 6,5 oder so. Ja. Oder 6,75 oder. Und ein Phoenix. Oder 6,16. Ja, und eineinhalb Phoenixe. Eineinhalb? Oder nee, warte mal, aber wenn das Layton vs. Ace Attorney ist und das halb Layton, halb Ace Attorney ist... Jetzt wird's kompliziert. Ja, wenn wir davon dann nur 2/3 geschafft haben, wäre das ja eigentlich, dann hätten wir insgesamt nur 1/3 Layton und 1/3 Ace Attorney. Das ist mir jetzt wirklich zu kompliziert. Naja, zwei Drittel mal ein halb. Weil es ist ja immer die Hälfte von dem. Das erinnert mich an ein Rätsel. Schwupp. Genau. Der Layton-Zerteiler. Oh Mann, es hört nicht auf, okay. Der redet da übrigens, hä? Oh. Ja, da stimme ich dir zu, Luke. Ich glaube jedoch, es wird schon besser. Es klärt gewiss bald auf. Es klärt gewiss bald wen auf. Nein. Hoffentlich zieht das Unwetter bald weiter. Vor allem die Blitze. Hoffentlich finden die eine Wohnung. Fürchtest du dich etwa vor Gewittern? Natürlich nicht. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich kann es nur nicht leiden, wenn mich ein Blitz aus dem Nichts erschreckt. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen erschrocken. Dann warten wir einfach noch ab, bis es aufhört. Luke, ich habe genau das Richtige, um dich abzulenken. Wirf doch einmal einen Blick in das Bücherregal. Aber ich will nicht weg. Das Bücherregal? Was ist denn damit? Es enthält Bücher. Und Regale. Ein Regal. Genau. Ein Regalbuch. Ja, das nennt man auch IKEA-Katalog. Du wirst schon sehen, wenn, wirst
Das wirst du schon sehen, wenn du es findest. Weißt du noch, wie man etwas untersucht? Nee, wen hatten wir denn als letztes? Ich hab keine wen Ahnung. Hatten wir denn als erstes? Wer bist du überhaupt zum Teufel? Warum liegt da Stroh? Wegen du nicht gefesselt. Ja. Löst mir doch dieses Rätsel. Luke hat was zu sagen. Klar, das weiß ich doch. Klar, das weiß ich doch. Ho, ho, ho. Das habe ich beinahe erwartet. Aber lass uns deine Erinnerung nur zur Sicherheit auffrischen. Nee, nicht ganz. Es hat nur gemacht. Wir etwas mit einer Lupe. Sie erscheint automatisch. Lupe 2. Lupe 2. Und ich denke an Luke 2. Wo war denn das nochmal? Oh, ich muss mal in mein Soundboard gucken. Luke 2. Ach komm schon, das muss doch irgendwo... Ich finde es nicht. Ja, dann ist es auch egal. Erst. Oder L, Loch Ness? Nee, das ist es nicht. Ich glaube, das habe ich hier gerade nicht mit drin. Aber ich habe... Das ist der Mario! Mach den Mario Swing! Die Arme auf und ab! Stopp! Das ist der Mario! Ach ja, den treffen wir ja dann auch wieder! Berühre den Touchscreen und führe um die Lupe. Berühre den Touchscreen? Ja. So wie Knuspel machen in Pokémon, was war das denn? Diamant und Perl, glaube ich. Ja. Um die Lupe umherzubewegen, der Trick dabei ist, den Touchpen so zu führen, als würdest du eine Linie ziehen. Na, aber das da ist keine. Na, obwohl eine Linie. Na, es ist auch eine Linie. Eine geschwungene. Ja. Während du die Lupe 2 bewegst, färbt sie sich manchmal orange. Wenn das geschieht, brauchst du den Touchscreen nur leicht anzutippen. So kannst du die entsprechende Stelle untersuchen. Abgesehen von wichtigen Informationen gibt es noch Rätsel und Hinweismünzen zu finden. Hinweismünzen helfen dir später dabei, schwierige Rätsel zu lösen. Also gut, versuchen wir es einmal. Führe den Touchpen über den Touchscreen. Tippe ihn leicht an, um etwas zu erkunden. Aber Luke, doch nicht meinen Touchscreen. Aber ihren Touchpen. Aua, mein Fuß! Mit dieser Technik kann man also interessante Stellen untersuchen. Wie ihren Touchpen. Ah, mein Touchpen. Also, untersuchen wir den... den Touchpen. Das Regalbuch. Den IKEA-Katalog halt. Oh, ich freue mich schon auf so Sachen, die wir dann erleben werden in diesem Let's Play. Wie zum Beispiel einen Amethysten. Apropos Alchemisten. Apropos Amethysten, Mensch. Kennst du Full Metal Alchemist? Nur den Namen nach, hab's aber nie gesehen. Ich hab's mal geschaut. 51 Folgen sind bei der einen Staffel. Ist echt cool. Glaub ich. Hätte nicht gedacht, dass dieser kleine Typ ein Alchemist ist. Wer ist hier so klein, dass man fast drauftreten würde? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Eine Hinweis... Achso, wir haben schon 30. Ich habe mich schon gefragt, wo haben wir die denn her? Die sind aus dem alten Spielstand. Bling. 32. Und es ist... Irgendwo ist noch was. Wo könnte Nummer 3 sein? Im Kaktus. Im Kaktus? Nein, ich glaube, da war was. Schon. Im Taktus. Ah, hier, ja. Lampe. In der Hängelampe. Oh ja. Stellen wir uns mal vor, wir würden das wirklich durchziehen und das nochmal alles neu spielen. Nein. Oh, du wirst dich bestimmt sehr auf Gene Erlington freuen. Nein.
Ach ja, weißt du, was das gerade hier für ein Raum ist? Das ist Professor Laytons Schüttudierschüttube. Ich glaube, werden wir das jetzt nochmal spielen, wenn wir noch länger brauchen als beim ersten Mal. Wenn wir uns bei jedem Screen zurückerinnern, weißt du noch, was wir damals alles... Ja! Und deswegen würde ich sagen, mal ab, zu und fertig. Es ist schön gewesen, mal die alten Erinnerungen. Das Ganze nochmal neu zu machen. Ich glaube, wir könnten jedes Mal, wir könnten zigtausende Male Layton immer wieder neu spielen und uns würden neue Sachen einfallen. Das glaube ich allerdings auch. Wir können es aber jetzt gerade nicht machen. Also wir könnten vielleicht irgendwann mal den zweiten Teil nochmal revisiten oder erstmal den ersten. Wir könnten mal das mit dem Tee zu Ende machen. Wir könnten mal das mit dem Tee zu Ende machen. Ja, genau, dann... Aber dass wir den ersten dann vielleicht auch mal durchspielen, irgendwann, wenn wir mal mit dem Spiel durch sind. Vielleicht bin ich dann schon in Rente. Wäre cool. Ja, das glaube ich auch. Was? Stell dir mal vor, so in 3 Jahren und du bist in Frührente. Habe ich doch gesagt. Na gut, dann sage ich mal... Und weißt du, was dann passiert, ne? Passieren wird? Was? Kurz vor dem letzten Rätselkack wieder. Vorne anfangen. Dann ist der Spielstand wieder weg, ja. Ich glaube, dann überlebe ich das nicht. Naja, ich seh zu, dass ich einen Spielstand zusammenbekomme. Entweder schaffe ich... Ein Schepilschettant, ja. Entweder kriege ich es tatsächlich hin, das Safe Game einfach zu modifizieren, so dass wir wieder an der richtigen Stelle sind. Oder ich finde jemanden, der mir das tatsächlich so zusammenspielen kann, dass wir ein äquivalentes Safe Game haben. Schmeiß nicht mit so Fachbegriffen um dich. Entschuldigung, äquivalent ist gerade so wegen Fullmetal Alchemist. Wird immer von diesem Prinzip des äquivalenten Tausches geredet. Was zum gottverdammten Geier kriege ich dafür, dass ich diesen Spielstand verloren habe? Schlechtes Karma? Nee, ich müsste gutes Karma dafür kriegen, dass ich es trotzdem weitermachen will. Oh Mann. Krass. Ja, aber ich krieg irgendwie diesen Spielstand wieder hin. Muss ja. Ja. Irgendwie geht's. Irgendwie geht's immer. Entweder mit tatsächlich nochmal bis dahin durchspielen oder auf eine einfachere Art und Weise. Und da ich sehr faul bin, wird's wohl die einfachere Art und Weise. Für die ich mich aber mehr anstrenge, um überhaupt erstmal drauf zu kommen. Na naja, gut, also, ja. Mach ich mal die Aufnahme aus. Wir können uns ja so mal ein bisschen unterhalten. Na gut.